Ja, Freunde, was geht ab? Wir raten heute eure hässlichen Fressen auf Instagram. Mal schauen, was für hübsche Leute mir zugucken auf Twitch. Super. Mal gucken, was Kevin so kann. Bro, was für Late... Du, wie alt bist du, Bro? Du bist fucking 14. Was für Late-Night-Enjoyer? Du musst ins Bett um 20 Uhr. Du kannst nicht nachts draußen bleiben, Bro. Du machst deine Bilder schwarz-weiß, damit das aussieht, als wenn es spät ist. Aber es ist nicht spät. Du bist 14, Bro. Was ist das denn, Adam? Komm klar. Du hast dreimal dasselbe Bild gepostet. Was ist für dich Late Night? Ist für dich Late Night 21 Uhr? Nach 19 Uhr noch Cola trinken? Ey, es tut mir leid, das war gemein. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber auch hier muss ich halt leider Gottes eine 1 geben irgendwie, ne? Wärst du lieber größer, als du bist oder kleiner? Ich bleibe so groß, wie ich bin. Das reicht mir. Das ist schön. Der ist mit seiner Körpergröße, mit seinem Körper zufrieden. Das ist schön. Würde es dich stören, wenn dein Partner raucht? Ganz und gar nicht. Weil in dem Alter ist Rauchen noch cool. Warum kann man eigentlich so perfekt sein? Oh nein. Keine Ahnung. Wenn du jemanden gefunden hast, der es ist und dir die Frage beantworten kann, sag mir Bescheid. Oh, oh, Dicker. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ich hab doch gesagt, der ist 14. Oh Mann. Schüler CC lässt grüßen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Stimmen werden lauter. Ey, ist natürlich trotzdem süß. Ich will hier gar nicht haten. Unrechtmäßig, aber Kevin, get your mind straight. Holy shit. Und mach deine Hausaufgaben großer. Das war, glaube ich, keine gute Idee, Instagram-Profile zu bewerten, weil ich danach aussehe wie das größte Vollarschloch. Okay, wir haben Sergeant Spalte 1995. Okay. SC Spalte 1995. Gründungsdatum 25. Dezember 22. Warum ist denn hier das Datum 1995? Vereinsfarben grün, weiß, schwatt. Okay. Bro, ihr lebt alle in einer so krassen Vollpsychose. Das ist der Kracher. Das ist wirklich mit Abstand eins der hässlichsten Insta-Profile, die ich in meinem Leben je sehen musste. Was ist das? Okay, das ist actually sick. Actually, er hat unsere Pizza-Burger-Offensive gepostet. Dafür gibt's statt 0, gibt's dafür einen Punkt von mir. Ja, oh mein Gott, danke. Endlich ein vernünftiges Instagram-Profilbild. Holy shit. Okay, okay, okay. Toni geht anscheinend gerne wandern, der reist sehr viel. Der macht so Madeira, Natur-Stuff und so. Das finde ich geil. A camera is much better than a rifle. Ja, ich frage mich, ob du das auch noch sagst, wenn du irgendwo an der Front in irgendeinem Bürgerkrieg mit einer Canon EOS M50 stehst, statt mit einer AK-47. Aber, solange das nicht der Fall ist, ist eine Kamera nice to have. Wir haben hier... Oh, was ist das hier? Ist das hier Köln oder was? Ne, hast recht. Stramme Waden. Geiler Arsch. Tschüss, Lan. Oh, geil. Geil. Aber das gefällt mir gut. Guck mal, und das ist das, was ich meine, Chat. Das ist ein Atze. Der heißt erstes Toni187. Der hat hier ganz viele Tiere und Bäume und Blümchen in seiner Instagram-View, damit jeder weiß, dass das ein Naturbursche ist. Gefällt mir gut. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Immer schön von hinten. Ja, mit dem... wie bei Felix Oma. Mit dem... überlegenden Blick aufs Meer, was natürlich auch zeigt, dass er poetisch angehaucht ist. Sehr wichtig. Der Junge weiß auf jeden Fall, wie man postet. Hier sind die Boys in Anzügen. Man weiß nicht, ist es irgendein Abschlussball, ist es irgendeine Beerdigung. Gehe ich auf eine 4 von 5. Ist ein starkes Profil. Finde ich geil. Ist stramm. Alright, alright, alright. We got Rolling Rob over here. Okay, Rob ist so ein Atze. Der stellt sich vor fremde Autos und macht Fotos. Das ist schon mal geil, unangenehm. Das ist schon mal sehr, sehr unangenehm. Geil. Aber die Karre ist krass. Ja, das stimmt. Guck mal, das Ding ist, sowas triggert mich halt massiv. Was ist das für ein Foto? Guck mal, das ist dann zum Beispiel ein Foto, wo ich sage, das ist scheiße. Auch wenn die Profile gleich aufgebaut sind. Du erkennst halt gar nichts. Das ist Ass. Das hat auch 3 Pixel, ist Ass. Das Bild ist cool, aber auch Auflösung hier in Live. Wieder Ass. Digga, womit fotografierst du? Fotografierst du mit einem Nintendo DS Lite? Sag mal einmal. Bro, mit was fotografierst du deine Fotos? Android. Ach du Scheiße, warte, bist du das? Das Fensterspiegelbild ist sick, Bro. Was laberst du? Okay, warte, wir gucken, wenn du das sagst. Erklär mir, Flunkerheini, erklär mir, was ist an diesem Bild sick? Er fotografiert die Decke. Hast recht, hab gelogen. Bild ist übersick. War mein Fehler. Ey, Chat, ich sag's, wie es ist. Ich gehe auf eine 2. Ich muss hier ehrlich, ich find den Vibe vom Profil... Eine 2,5. Ich finde den Vibe vom Profil cool. So, das ist alles so ein bisschen goofy. Das ist einfach echt. Versteht ihr? Das ist einfach ein echtes Profil. Aber ich gehe auf eine 2 von 5. Chat, geht ihr mit oder sagt ihr, es geiler? Ich finde 2 von 5 actually fair. Wir haben Cheaterbots Profil. Ey, Cheater, wirklich, das ist das bodenloseste Profil, was ich jemals sehen musste. Das ist andererseits geil, weil das ist einfach mein Vater mit einem Turn-Up-T-Shirt. Hier wird sich der Kaffee-Latte mit der Rocket-Tastatur reingedonnert. Ey, wirklich, Cheater, du bist halt wirklich ein krankes Dreckschwein, ne? Du sitzt da halt wirklich, ziehst den Stream von mir rein und säufst dabei den lieblichen Weißwein aus dem Tetra-Pack. Also wirklich, wenn das nicht gottlos ist, Bro... wenn das nicht gottlos ist, weiß ich auch nicht. Ach, du große Scheiße. What?
Ach du Scheiße. Das ist einfach noch ein Stream mit meiner Ex-Freundin. Hast du dich bei jedem Stream besoffen, wo ich drin war? Die Mary-Tasse. Ist das krass. Da werden Packs geöffnet. Ey, wirklich, ist das krass. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Das ist das bodenloseste Instagram-Profil, was ich jemals gesehen habe. Aber ich liebe es irgendwie. Ich gebe eine 4. Wir haben, oh mein Gott, auch endlich, vielen lieben Dank, endlich wieder ein vernünftiges Profilbild. 21 Jahre alt. Das ist ja, okay, hier mit den kryptischen Zeichen. Das sieht aus wie irgendwelche ägyptischen Hieroglyphen in der Bio. Macht aber erstmal nichts. Pathological People Pleaser, okay. Was ich sehr, sehr geil finde, sind so diese Highlights, wenn man sich da richtig Mühe gibt. Ich wollte das schon immer mal auf meinem Profil machen, aber ich habe einfach keinen Bock darauf gehabt. Ich habe wirklich einfach keinen Bock darauf gehabt, hier so Bilder rauszusuchen, die Highlights dann so anzuordnen und so. Aber wenn man das macht, finde ich, sieht das geil aus. Und ich finde das cool, dass das alles hier so im selben Farbschema gehalten wurde. Das finde ich schon mal nice. Das sind schon mal 2 Punkte safe. Sex zu viel? Kannst du mal deine Mutter fragen, Gary. Ansonsten, okay, die ist auch urlaubstechnisch viel unterwegs. Mit dem Resting Bitch Face hier. Aha. Und bei ihr ist strong, sie kann Fotos von unten posten, ohne Doppelkinn zu haben. Das ist schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Pluspunkt. Das kann ich leider nicht. Digga, ist das krass. Sieht aus, als hätte man eine Tube Leberwurst in eine Wurstpelle gequetscht. Naja. Mich würde mal interessieren, ob das naturrot ist oder ob das gefärbt ist. Ich würde hier actually, glaube ich, auf. Ich glaube, ich würde hier actually auf eine 4,5 gehen, weil ich finde allein die Highlights carryen. Wir haben Uwe 69. Uwe 69, schickt mir ein Profil. Ach, Digga, wirklich, ich krieg so Kopfschmerzen. Schickt mir ein Profil ein, was nicht ein einziges Highlight, nicht ein einziges Bild hat. Fick deine Mutter, Uwe. Oh, okay. Essido, ich sehe direkt. Essido ist auf jeden Fall auch ein Swagger. Finde ich geil. Das Bild ist ein bisschen cringe, weil er so tut, als würde er nicht checken, dass er fotografiert wird. Aber er weiß ganz genau. Er hat am Anfang gesagt, ey, Bruder, mach mal, Bruderherz, mach mal ein Foto von mir. Ich tue so, als wenn ich nicht sehe, dass du mich fotografierst. So ein Ding. So ein Ding war das. So ist dieses Foto entstanden. Und das ist so dieser nachdenkliche Blick zur Seite. Ey, ich sag aber ehrlich, pretty motherfucker. Der hat einen coolen Style, der hat eine coole Frisur. Das ist auf jeden Fall so ein Fuckboy-Attitude. Ein paar Highlights hier am Start, freshe Fotos, wo einem, vor allem ist die Qualität da auch geil. Sag ich dir ehrlich, gehe ich auf eine 3,5. Was für 3,5? Das ist eine 3,5. Bro, okay, Chat. Okay, ihr Wichser. Wie soll ich Instagram-Profile bewerten? Sag mal. Sag mir jetzt einen Kriterienbaum, nach dem ich Instagram-Profile bewerten soll. Ihr kleinen Wichser, ihr wolltet das unbedingt. Wie soll ich das bewerten? Ne, nach gut oder schlecht, du Dummer. Hast recht. Ach, du große Scheiße, wir haben Face. Highlights sind scheiße, sage ich von Anfang an, weil wir haben hier nur ein Blackscreen und wir haben hier einen Punkt und ein Herz, das verstehe ich nicht. Da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen an sich arbeiten. Gut, wir sitzen hier Penner-like auf einer Bank und rauchen eine Zigarette, okay. Vielleicht ist das Ästhetik, ich weiß es nicht. Die Katze ist süß, damit hast du schon mal einen Punkt safe. Ey, Bruder, das ist wirklich eine geile Katze. Ey, ich vermisse meine Katze so hart, Digga. Guck mal, das süße Fell an den Ohren und so, oh mein Gott. Digga, die Katze ist fucking pretty, Alter. Oh mein Gott, die Katze ist so geil. Guckt sie euch an, Bruder. Guckt euch die kleine süße Katze an, wie die aussieht, Bro. Allein ihre Barthaare und die Haare, die aus ihren Ohren rauskommen. Was ist das hier? Ich weiß nicht mal, wer davon Face ist. Ich glaube, das ist Face. Das ist Schwester, Freundin. Ich weiß es nicht. Das Profil ist ein bisschen cursed. Ich so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, wie geil. Boah, die hat auch ein wildes Fellmuster, Bro. Holy shit. Ey, ohne Witz, es gibt sehr viele Katzen. Ich finde, das ist ein bisschen. Alter Schwede. Ja, ich gebe eine 2.